Okay, wie soll ich es anstellen? Benutz doch einfach deinen Kopf. Okay. Was machst du denn da? Ich benutze meinen Kopf. Warte, hier. Danke. Warum hast du das getan? Um die kaputte Tür zu bezahlen. Nein, damit solltest du die Tür öffnen. Da stehen Name und Adresse von mir drauf. Oh, cool. Dann können sie dir zurückgeben. Komm mit, wir müssen sie da rausholen. Auf drei werde ich das Tor anheben und du machst deine Rolle. Eins, zwei, drei. Nein, du musst reinrollen und die... Ah! Gib mir dein Handy. Mein Freund hat sich den Fuß verletzt und braucht sofort Hilfe. Wer ist das? Der Notruf. Bist du verrückt? Keine Sorge. Ich werde ja nicht sagen, oh ja, mein Freund Julius Oppenheimer Junior aus der Park Road hat sich den Fuß verletzt, als er ins Schwimmbad einbrechen wollte. Was? Ich meine, das ist ein anonymer Anruf. Jetzt haben die meinen Namen und meine Adresse. Es war ein anonymer Anruf. Sie können ihn zurückverfolgen. Jetzt nicht mehr. Mein Handy. Oh, los, hilf mir, meinen Fuß rauszukriegen. Na, vielen Dank dafür. Da kommen sie. Du musst mir helfen. Oh nein, sie werden uns sehen. Los, wir küssen uns, um uns zu tarnen. In Agentenfilmen klappt das immer. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Es geht mir gut. Und ich würde mich auch immer wieder hierfür entscheiden. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Ich brauche irgendein Fahrzeug. Geh und klau ein Fahrrad oder so. Halt! Das klingt wieder nach einer fiesen Aktion. Naja, wenn du jetzt eine fiese Aktion schaffst, starten wir später zwei nette, um es wieder auszugleichen. So wie die Römer zwar die halbe Welt überfallen, aber dann Sandalen und Eis erfunden haben? Ich glaube nicht, dass sie das Eis erfunden haben. Dann eben nur Sandalen. Sind ja auch zwei. Na, na los, jetzt mach schon! Ja, Entschuldigung. Ich beschlagnahme dieses Fahrzeug. Alter, die Kleine war meine Freundin. Schnell, wir küssen uns, bevor sie dich hier sieht. Julius, seine SMS hätte es auch getan. Nein, 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 warte, Debbie, lass es mich erklären. Ja. Was hast du getan? Ich habe meine Freundin verloren, meine Gang. Die Polizei ist hinter mir her und hat meine Adresse. Meine Eltern werden stinksauer sein. Du hast mich ruiniert. Mein Leben wurde von einem Naivling zerstört, der in einer Welt aus Kätzchen und Regenbogen lebt. Julius, hör auf. Das ergibt doch keinen Sinn. In einer Welt aus Kätzchen und Regenbogen, was würden da die Kätzchen essen? Geh einfach. Jetzt? Ja, und zwar sofort. Nein, ich biege das wieder hin. In einer halben Stunde an der Bushaltestelle. Ach ja? Wie denn? Als erstes war ich bei deinen Freunden und sie fanden alle, dass ihr jetzt zusammenhalten müsst, da ich den Bikern im Namen eurer Gang den Krieg erklärt habe. Was? Warte, was? Den Bikern? Ja, und dann habe ich das mit deiner Freundin geklärt. Ihr werdet am Samstag heiraten. Ja! Oh, und das mit der Polizei konnte ich auch regeln. Oh, indem du mein Leben noch mehr ruiniert hast? Nein, es war nur das Leben deines Vaters. Ich sagte ihnen, es war Julius Oppenheimer Senior, der ins Schwimmbad einbrechen wollte. Waren die Coupons etwa ungültig? Was? Mein Dad wurde verhaftet? Meine Mom flippt total aus, wenn sie davon erfährt. Wird sie nicht, denn sie wurde abgeschoben. Was? Wieso? Ich habe ihren Pass gegen einen aus Witzenburgistan ausgetauscht. Das ist kein echtes Land. Daher wird sie über unbekannten Gewässern abgeworfen. Etwa genau jetzt. Einen guten Flug noch. Du hast alles noch schlimmer gemacht. Was? Das war nur ein Scherz.